Herzlich willkommen beim GWriters Videoblog. GWriters ist eine Ghostwriter-Agentur mit dem Schwerpunkt zur Erstellung wissenschaftlicher Texte. In unserem heutigen Video schauen wir uns einmal das folgende Thema an: Hausarbeiten formatieren, die häufigsten Fehlerquellen. Dazu schauen wir einmal auf die 5 häufigsten Fehlerquellen, die uns in unserer Erfahrung als Ghostwriter-Agentur aufgefallen sind, und wollen euch ein paar Tipps mitgeben, wie ihr diese vermeiden könnt. Dabei sind auch simple Punkte wie der, mit dem wir starten, der trifft nämlich die Zeilenabstände im Text. Diese sollten natürlich konsistent sein. Dabei gilt, Vorbereitung ist die halbe Miete, das heißt, seht zu, dass ihr eine ordentliche Formatvorlage erstellt. Im besten Fall bekommt ihr diese bereits von eurer Hochschule geliefert. Falls nicht, schaut euch die Richtlinien zum Format der Hausarbeiten an und arbeitet diese in eure eigene Formatvorlage ein. Somit seid ihr sicher, dass der Text konsistent den gleichen geforderten Zeilenabstand aufweist. Der zweite Punkt betrifft die Seitenzahlen. Diese haben je nach Hochschule jeweils eine andere Systematik. Häufig ist die Systematik folgende: Titelblatt ohne Seitenzahl, danach die Verzeichnisse, meist mit römischen Seitenzahlen, und dann entsprechend weiter den ganz normalen Textteil mit entsprechenden arabischen Seitenzahlen. Wichtig ist dabei, dass ihr die Absätze richtig setzt, dass ihr Zeilenumbrüche ordentlich benutzt und dementsprechend auch die Fußzeile anpasst. Auch das am besten bereits im Voraus, bevor ihr nachher die große Arbeit habt. Der dritte Punkt betrifft die Seitenränder. Auch eigentlich selbsterklärend, wenn ihr bereits eine Formatvorlage am Anfang eures Arbeitsprozesses erstellt und darin arbeitet, habt ihr damit kein Problem. Haltet euch auch hier exakt an die Vorgaben eurer Uni. Punkt 4 betrifft die Quellenverweise. Ganz, ganz häufig, gerade wenn uns Kunden Arbeiten zum Lektorat mitgeben, dann beobachten wir, dass mit manuellen Quellenverweisen gearbeitet wird. Das heißt, die Quelle wurde einfach in die Fußzeile manuell eingefügt und eingetippt. Dafür gibt es entsprechende Tools in den gängigen Textverarbeitungsprogrammen. Bitte nutzt diese auch. Diese Tools sind neben dem automatischen Inhaltsverzeichnis auch automatische Abbildungs- und Quellenverzeichnisse oder Literaturverzeichnisse. Arbeitet euch damit ein. Das kostet etwas Zeit am Anfang, aber lohnt sich im Nachhinein. Arbeitet mit sogenannten dynamischen Verweisen oder eben den automatischen Verzeichnissen, denn diese erleichtern euch das wissenschaftliche Arbeiten wirklich ungemein. Letzter Punkt betrifft die Bildformatierung. Auch hier bekommen wir gerade im Bereich der Lektorate ganz, ganz häufig wilde Dokumente, wo Bilder zum Teil in den Text eingebettet sind und dann 2 Seiten später freistehend auf der Seite zu finden sind und der Text unten drunter. Auch hier richtet euch bitte nach den Richtlinien eurer Hochschule. Wenn ihr dazu keine Vorgaben habt, dann fügt die Bilder bitte in einer neuen Zeile ein und jeweils an einer festen Position. Wichtig ist, dass ihr dabei konsistent bleibt, sodass die Arbeit wirklich ein ordentliches Erscheinungsbild aufweist und ihr somit auf der sicheren Seite seid. Wenn ihr all diese Vorgaben beachtet, dann habt ihr schon mal eine Menge weniger Probleme, gerade wenn das in der Vorbereitung geschieht, mit der Erstellung eurer ordentlichen Formatvorlage. Und habt entsprechend am Ende sehr, sehr viel weniger Arbeit. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen und bedanke mich fürs Zuschauen.